Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, dass ich heute mal ein etwas praktischeres Video mache und euch drei Tipps für den Alltag mit Gott nenne. Da wir momentan eher alle mehr zu Hause sind als sonst, sollten wir die Zeit wirklich effektiv nutzen und uns zum Beispiel die ein oder anderen Dinge für den Alltag angewöhnen. Die erste super Sache, die ich mir auch vorgenommen habe zu tun, ist tatsächlich keine Idee von mir, sondern von dem Priester unserer Gemeinde. Und zwar jeden neuen Tag auf Knien zu beginnen und diesen dann auch auf Knien zu beenden. Das bedeutet, du stehst morgens auf und rutschst direkt auf die Knie und verrichtest dein Morgengebet oder schickst ein von Herzen kommendes Stoßgebet in den Himmel und weihst Gott den Tag. Es ist so einfach, aber irgendwie vergessen wir es doch häufig, mit Gott den Tag zu starten und lassen uns von anderen Dingen ablenken. Genau dasselbe tust du dann auch am Abend, bevor du zu Bett gehst. Abends vielleicht etwas intensiver durch Gewissenserforschung oder Rosenkranz. Durch diesen Tipp kannst du den Tag Gott nochmal intensiver weihen und stellst ihn unter Gottes Schutz und Fürsorge. Tipp Nummer 2, geistliche Weiterbildung. Das bedeutet, mach dir einen Wochenplan oder fass am Abend einen Vorsatz für den nächsten Tag, wie du dich am nächsten Tag geistlich weiterbilden möchtest. Das bedeutet, dass du zum Beispiel ein Buch eines guten Theologen liest, dich über das Leben eines Heiligen erkundigst oder etwas im Katechismus nachschlägst. Und. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und es gibt auch so viel über unseren Glauben, was wir nicht wissen und was uns so bereichern würde. Also wieso nicht mit so einer kleinen täglichen Arbeit, die wirklich nicht lang sein muss, anfangen und beginnen, unseren Glauben näher kennenzulernen. Natürlich neben unserem täglichen Bibellesen, versteht sich. Kommen wir zu meiner letzten Anregung an euch, die ich am besten an einem Beispiel verdeutliche. Und zwar, wenn ihr abends Lust bekommt, ein Filmchen zu gucken oder zwischendurch mal coole Musik anmachen wollt, dann seht wirklich zu, dass ihr euren Geist nicht vermüllt und euer Herz nicht verunreinigt. Sondern macht euch ein tolles christliches Filmchen an und hört ein bisschen Lobpreismusik. Und wenn sich das jetzt erstmal zu krass anhört, dann erstens, es ist gar nicht so schwer, weil es einfach nur eine riesige Auswahl an tollen christlichen Filmen gibt und an super schöner christlicher Lobpreismusik. Und sonst fragt euch immer, bevor ihr euch etwas anhört oder anguckt, ob euch das jetzt schadet bzw. ob es gottgefällig ist. Haltet eure Augen und Ohren wirklich offen dafür. Dies alles dient dazu, einen gottgefälligen Alltag, ein gottgefälliges Leben zu führen. Denn dazu sind wir doch auf der Erde, oder? Um ein gottgefälliges, gutes Leben zu führen und schließlich in den Himmel zu kommen. Verlieren wir nie unser wahres Ziel aus den Augen. Und gestalten wir unseren Alltag und unser Leben so, dass das auch niemals passieren kann. Ich hoffe, ihr nehmt die Challenge an und probiert einen oder mehrere oder direkt alle der Tipps aus und tut euch und eurer Beziehung mit Gott etwas Gutes. Alles Gute und bis bald. Ciao!